Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, endlich nachdem meine Festplatte sich abgeschossen hat und ich alles neu installieren durfte. Wenigstens habe ich vorher immer eine Sicherheitskopie von meinen Spielständen angelegt. Sonst wäre das wirklich übel ausgegangen. Ich hätte alles neu spielen können. Gut, hier sind wir jetzt soweit durch. Gucken wir uns mal weiter hier um. Darüber bin ich echt froh, dass ich das nicht alles machen musste. So. Oh, sag mal, Adliger, Adliger. Ja, toll. Kammer der Versammlung, gehen wir mal dahin. Jemand namens Bartak, lustig, wird der Vertrag heißen, wäre es noch lustiger. Willkommen, Wächter. Es ist für Orsamar stets ein Segen, euren Orden zu empfangen. Ich bin Vortek Geworn, oberster Berater des edlen Prinzen Belen. Was bringt ihr für Neuigkeiten? Ich brauche Unterstützung gegen ein Verderbnis. Ja, der Vertrag. Ich habe ihn in der Bibliothek der Bewahrer gesehen. Das Problem ist nur, dass diese Verpflichtung ausschließlich für unseren König gilt. Und so etwas haben wir im Moment leider nicht. Kann nicht mit Belen sprechen. Harrowmont versteckt sich hinter seinem guten Ruf, schickt aber Spione und Meuchelmörder. Belen weiß nicht, wem er vertrauen kann. Es ist für Belen wie ein Messerstich ins Herz, dass so viele Männer seines Vaters zu dem Thronräuber halten. Ich dachte, König Andron selbst hätte Harrowmont gewählt. Das schmerzt am meisten. Harrowmont hat den Wahn des sterbenden Königs ausgenutzt, um derlei Beschuldigungen gegen den eigenen Sohn zu streuen. Nun versteht ihr vielleicht, warum Belen den Worten eines Fremden nicht einfach trauen kann. Wie angesehen er auch sein mag. Was muss ich tun, um meine guten Absichten zu beweisen? Harrowmont ist sich in Bestechung und Nötigung ergangen, damit jedes Haus in seinem Sinne handelt. Aber wenn eine neutrale, fremde Partei an einige wichtige Mitglieder herantrete mit unverrückbaren Beweisen über Harrowmonts Betrug... Unverrückbare Beweise? Und sowas habt ihr natürlich. Mein Prinz würde sich dann bestimmt dankbar erweisen. Was für Beweise? Harrowmont hat dasselbe Stück Land zwei verschiedenen Dashiers versprochen, Lady Dace und Lord Helmy. Harrowmont kann das Land nicht beiden geben, aber das werden sie erst nach der Wahl herausfinden. Ich habe Kopien der Schuldscheine, die Harrowmont den beiden gegeben hat. Wenn sie sie gesehen haben, überdenken sie vielleicht ihre Wahlentscheidung. Ich gehe sofort zu Lady Dice und Lord Helmy. Lady Dace verlässt ihre Gemächer nur selten, aber Lord Helmy ist abenteuerlustig und oft in der Schenke anzutreffen. Im Ständeviertel. Aber sagt ihnen nicht, dass ihr die Papiere von mir habt. Ihr habt davon erfahren und eigene Rückschlüsse gezogen. Ja, ich werde mal Prinz Bill machen, da ich in allen anderen Play-Durchspielen immer eigentlich Dings gewählt habe. Harrowmont. Die Versammlung tagt gerade. Wenn ihr leise seid, könnt ihr hinein und zusehen. Euer Verstand muss zu Staub zerfallen sein, wenn ihr glaubt, dass wir das zulassen. Die Hälfte der Häuser fiele ohne den Handel mit der Oberfläche dem Ruin anheim. Der Vorschlag gilt nur so lange, bis gewährleistet ist, dass die Oberflächler uns respektieren. Damit ihr bequem die ganzen Verträge übernehmen könnt. Eher pflanze ich euren Kopf auf eine Speerspitze! Dashiers, Lords und Ladies der Versammlung, ich habe zur Vermeidung von Gewalt bereits die Wachen verdoppelt. Reicht das immer noch nicht? Seneschall Bendelor, Belens Anhänger fesseln uns die Hände mit Banalitäten. Wir könnten ebenso den Stein abtragen und den Himmel hereinlassen. Ich schlage vor, wir stimmen ab.
Und ich schlage vor, dass ihr Bekanntschaft macht mit meinem Familienstreitkolben. Genug! Die Versammlung vertagt sich, bis die Mitglieder sich wieder beruhigt haben. Oh Mann, dass die sich nicht sofort gegenseitig an die Kehle gesprungen sind, ey. Das ist alles. Wer ist das denn? Ich hörte schon, dass ein grauer Wächter in der Stadt ist. Ich bin Dulin Forrender, Berater von Lord Harrowmont, dem von König Andren bestimmten Thronfolger. Es geht das Gerücht um, dass der Oberfläche eine Verderbnis droht. Eine Schande, dass wir derzeit außerstande sind, zu helfen. Lustig. Ich möchte mit Lord Harrowmont sprechen. Normalerweise wäre es Lord Harrowmont eine Ehre, euch zu treffen. Doch leider haben wir schon mehr als einen von Belens Spionen gefasst, als er sich Harrowmont unter dem Mantel der Freundschaft nähern wollte. Ich kann deshalb eurem Wort nicht einfach vertrauen. Wenn ihr mit Harrowmont sprechen wollt, müsst ihr eure Vertrauenswürdigkeit beweisen. Sehe ich etwa so aus, als wenn ich mich wirklich dazu auch herablassen müsste, euch ein Attentat auf euch zu machen? Nein, ich würde wahrscheinlich einfach durchbrechen. Was soll ich tun? Belen öffentlich anprangern? Wenn ihr zeigen wollt, dass ihr Belen keine Loyalität entgegenbringt, dann arbeitet in Harrowmonts Namen gegen ihn. Belen hält heute ein Tornei ab, angeblich zum Gedenken an seinen Vater. Die Dashiers nehmen es sehr ernst. Unglücklicherweise konnte Belen die besten Kämpfer des Hauses Harrowmont erpressen oder einschüchtern, sodass sie nicht daran teilnehmen. Soll ich herausfinden, warum eure Kämpfer zurückgetreten sind? Das wäre erhellend. Aber bitte drängt nicht zu sehr, wenn sie die Gründe nicht enthüllen wollen. Um eure Loyalität zu beweisen, solltet ihr als Streiter seiner Lordschaft an Tornei teilnehmen. Bei dem Ruf eures Ordens müssten die Ahnen euch wohlwollend gegenüberstehen. Belen würde nie mit jemandem arbeiten, der ihn derart erniedrigt. Harrowmont hätte dann bei einem Treffen mit euch nichts mehr zu befürchten. Ich lasse mich von Harrowmont nicht herumschicken. Dann müsst ihr warten, bis es einen Sieger gibt. Lord Harrowmont kann es nicht riskieren, mit jemandem zu arbeiten, dessen Loyalität ungeklärt ist. Sagt Bescheid, wenn ihr eure Meinung ändert. Das Tornei findet heute Nachmittag statt und Lord Harrowmont könnte euch auf seiner Seite brauchen. Ich brauche ihn nicht mal. Cool, also Lord Helmy und Lady Dice, gut. Dann wollen wir die beiden mal so. Krieger der Legion der Toten tragen insgeheim fünf Reden. Da haben wir Lady Dice. Was wollt ihr? Oh, ihr seid wohl der graue Wächter, über den alle reden. Ihr solltet euch diese Papiere einmal ansehen. Nun, ein Oberflächenflugblatt sieht anders aus. Woher habt ihr die? Schon gut. Es stimmt. So viel steht fest. Aber ich kann nichts dagegen unternehmen. Das Geschäft fand im Namen unseres ganzen Hauses statt. Nur mein Vater kann es auflösen. Wo ist der? Ich zeige ihm die Papiere. Er führt gerade eine Expedition in den tiefen Wegen an, um einen alten Teig zu sichern. Er wird vor der Wahl nicht zurück sein. Aber womöglich ist das wichtig genug, um ihn in den Tunneln zu suchen und zu unterrichten. Die Dace-Familie stünde tief in eurer Schuld. Ich werde es ihm sagen. Danke. Er hat eine alte Stätte der Edukin durchsucht. Er hat mir diese Karte gegeben, für den Fall, dass seine Expedition nicht zurückkehrt. Ich gebe euch auch einen Passierschein. Normalerweise darf niemand die Frontlinie überschreiten. Viel Glück. Oh, klasse. Dann darf ich jetzt schon in die tiefen Wege? Aha, na klasse. Also ungefähr so wie damals beim Tornei. Aktuelle Nachrichten. Lord Belen verspricht radikale Veränderungen. Hier haben wir ja noch einen Helmi. Ihr kommt in einer schwierigen Zeit. Orsana Leiche. Oh, ein Ratserlass. Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Klasse. Und weiter geht's. Hüps, aus dem Weg, hey. Wie ihr...
So, und was will Lord Helmy? Ich habe Gerüchte. Der will doch bestimmt auch irgendwas. Alle wollen sowas. Alles Gierschnote. Na ja, hier haben wir Bruder Bettel Burke. Andraste lehrt, dass Geduld ein Kind der Weisheit ist. Aber bitte sagt mir doch, ob ihr dem Bewahrer gesprochen habt. Er hat zugestimmt, dass ihr Gebetstreffen abhalten dürft. Oh, der Erbauer sei gepriesen. Ihr schreitet wahrhaftig im Licht. Ich habe schon einen Bekehrten unter den Händlern gefunden, der sein Geschäft als provisorische Kirche angeboten hat. Direkt bei der Schenke. Bitte, kommt zu unserer ersten Messe. Ich glaube nicht mal an den Erbauer, ja? Ich hatte euch nicht zurückerwartet. Ihr habt wohl erkannt, dass man in Orsama nur hier etwas Spaß haben kann. Ach, ich sollte wohl Beweise fordern oder fragen, was euch das angeht, aber ich hab es so satt. Und überrascht bin ich auch nicht. Ich will das Land gar nicht, aber mein Haus würde mich hinrichten, wenn ich es ablehnen würde. Verantwortung, wisst ihr? Jetzt muss ich die Abmachung zurückweisen und dann handeln beide Parteien etwas Neues aus. Und ich hatte gehofft, es würde ein schöner Tag. Tut mir leid, dass ich die schlechten Nachrichten überbringe. Ihr tut nur, was ihr für richtig haltet. Ich muss Mutter sagen, dass Lord Harrimond unsere Stimme nun doch nicht gekauft hat. Also, dass die beiden nicht einfach dann hier so nach Motto sich aufstellen und dann einfach das Geld auf den Boden schmeißen und dann sagen, hier, ich will eure Stimme, wer das meiste geworfen hat, der wird gewählt. Das wäre wahrscheinlich viel effektiver und mit viel weniger Dolchstechen behaftet. Naja, stimmt ja, ich muss ja jetzt in die tiefen Wege. Noch die Sache mit Lady Helmy klären. Werde ich acht. Lady Dice. Hier. Figos Importwaren. Gehen wir mal rein. Das ist alles, was ich derzeit habe. Ich hätte mehr, wenn ich etwas verkaufen würde. Na sowas. Wir haben Besuch bekommen. Ein Freund von euch. Geht einfach wieder. Das ist eine Privatsache. Was geht hier vor? Bitte mischt euch hier nicht ein. Ihr wisst ja nicht, wie diese Leute sind. Dann werde ich uns einmal vorstellen. Es sind gefährliche Zeiten hier in Orsama, Fremder. Zum Glück bietet Javia aus Mitleid Schutz vor dem Chaos an. Ihr tragt da einige wertvolle Sachen, die euch zum Ziel von Schurken machen können. Wenn ihr von der Charta eine Garantie für eure Sicherheit wollt, kostet euch das lediglich 10 Gold Sovereigns. Andernfalls weiß ich nicht, was geschieht. Ich aber. Ich werde dir jetzt nämlich den Kopf abschlagen. Das klang wie eine Drohung. Gebt ihr jetzt dem Fonds Rettet die Fremden eine Spende? Oder muss ich euch zeigen, wie gefährlich Osama ist? Ja, zeig es mir. Wie ihr wünscht, toter Mann. Okay, wen machen wir den Zoll erst fertig? Schnappen wir uns den Orangenen. Nein! Haha, tot. Ah!
doch ein Glück. Was habt ihr getan? Bei den Ahnen, er ist tot. In meinem Laden. Ich muss hier weg und mich verstecken. Javia wird mich dafür jagen. Dann überlasse ich euch mal das sauber machen. Was wisst ihr über diese Javia? Ich habe sie natürlich nie getroffen. Es heißt, sie verlässt die Stadt des Staubs nie. Das ist der ältere Teil der Stadt, wo die Kastenlosen zusammenkommen. Sie kommandiert diese Verderbtheit. Und seit dem Tod des guten König Endrin werden sie immer kühner. Es würde mich nicht überraschen, wenn ihre Männer mir sogar im Diamantenviertel nachstellen würden. Keine Sorge, ich kümmere mich um sie. Sowas dürft ihr nicht mal flüstern. Sie ist unangreifbar. Sie hat ein geheimes Lager unter der Stadt mit einer ganzen Armee, die bereit ist, für sie zu sterben. Eigentlich sollten wir gar nicht reden. Ich muss weg. Ja, hau ab. Gut, fangen wir an. Ist hier klasse. So. Was ist das? Ein Mensch? Haben wir die Tunnel groß genug für Menschen gemacht? Es tut mir leid. Aber ich kann euch die Front nicht ohne Genehmigung eines Dash hier passieren lassen. Ich habe auch nichts von neuen Patrouillen gehört, die heute aufbrechen sollen. Ich bin im Auftrag. Ich suche die Patrouille von Lord Dace. Wie ich sehe, habt ihr das Siegel seiner Tochter. Darum werde ich euch nicht aufhalten. Aber seid vorsichtig. Nur weil diese Monstren sich von Orsama zurückgezogen haben, bedeutet das nicht, dass es in den tiefen Wegen jetzt weniger von ihnen gibt. Entweder haben wir es endlich geschafft, was ich bezweifle, oder die Monstren sammeln sich zum nächsten Angriff. Sie haben bereits angegriffen, an der Oberfläche. Die Oberfläche? Aber ich dachte, das Ungeziefer wagt sich nur dann so weit nach oben, wenn... Wenn eine Verderbnis bevorsteht. Mögen uns die Ahnen schützen, wenn dem so ist. Ist die dunkle Blut in diesen die einzige Gefahr in diesen Tunneln? Natürlich nicht. Ihr werdet auf Riesenspinnen treffen, Tiefenlaurer und anderes Gezücht. Tiefenlaurer? Hässliche Biester. Gehen auf zwei Beinen, haben aber einen Wurmkopf und jagen in Rudeln. Seid vorsichtig. Sie greifen auch ganze Gruppen an. Gibt es jenseits dieses Punktes keine Zwerge mehr? Nur einige Außenposten. Von der Legion der Toten, diesen Narren. Außerdem noch einige Plünderer. Legion der Toten. Es ist eine unabhängige Gruppe von Soldaten. Sie nehmen von niemandem Befehl an, nur von ihresgleichen. Sie nehmen jeden, der eine Waffe halten kann, Verbrecher, ebenso wie Wahnsinnige. Ja, das Beitrittsritual ist eine Beerdigung. Und sie schwören, ihr einziges Ziel sei ein ruhmreicher Tod. Lustig. Alles Gute. So, dann kümmern wir uns jetzt mal darum. Ey, du Kindteig. So. Oh, hier ist zu. Klasse. Wie, keine dunkle Brut? So eine Schande, aber auch.
Immer noch nichts. Mehr hast du nicht drauf? Los, aufstehen, aufstehen, aufstehen. So. Haha. Stein. Genlock. Stab der dunklen Brut. 440. Ja, da fällt mir ein. Immer noch nicht. 36 Magie. Wie viel fehlt mir denn mittlerweile noch? Oh, 34. Okay, dann gehen wir weiter. Genlocks. Oh, da sind noch mehr. Genlock. Aber kein Zauber. Oh, Genlock, Alpha. Schande! Was zum... Ich hab's geschafft. Mann, das war anstrengend. Gut. Ja. Siegel der Lähmung. Steht hier mal einfach so rum. Ja, das ist ganz klar. Und du löst die Falle einfach raus, du. Wird erledigt. Das sollte kein Problem sein. Dieser verdammte Idiot musste auch genau. Natürlich. Ein schwarzer Rundstein. Aha, Geschenk. Mhm. Aber eine Karte des Gebiets rein zufällig.
Okay, nein, hier noch nicht. Gehen wir erstmal hier dann weiter. Wie ihr wünscht. Ja, der kleiner blutiger Sack. Was will ich denn mit dem Sack mit Liebmaß? Naja. Brecher? Was? Aber wir können den letzten Teil für sie übernehmen. Ich bin mit elfischen Ritualen nicht vertraut. Wieso auch? Aber das scheint mir alles recht unklar zu sein. Aha. Elfische Rituale. Das kann ja eigentlich nur dieses komische... Elfenruine sein. Ansonsten fällt mir dazu nichts. Aber wir werden sehen. Und präziser Schlag noch aktiviert. Aha, das ist lustig. Dunkle Brut! Vernichte diese... Teufel! Oh nein, Zermalm, also... Oh. Oh, oh. Oh, na toll. Okay, alle anderen, ihr seid jetzt dran, ne? Nee, das lade ich lieber. Gut, jetzt weiß ich mehr, wo es hier lang geht. Puh, das war ziemlich fies. Okay, dann erledigen wir das jetzt. Danke, alles auf mich drauf. Klasse. Sehr schön. Und der krepiert mir doch jetzt glatt schon wieder. Probleme. Dann muss ich das mal anders machen. Gut. Thank you.
Oh ne, nicht schon wieder zu meinem das Gefängnis, ey. Ich hasse das Zeug. Gestorben, klasse. Ja, endlich. Der Rest sollte jetzt ziemlich leicht sein. Kann ich nicht heilen. Klasse. Tod. Nächster. Schande. Oh, da ist noch einer. Gott sei Dank, das war's. Ich hab gewonnen. Zwar mit ein paar Opfern, aber das ist mir dieses Mal echt lieber als komplett zu verlieren. Wird dich. Klasse. Sehr schön. Ja, ein Stein hat eine Gehirnerschütterung. Der Kampf war echt fies. Wie gemacht. So. Und wie sieht es bei dir aus? Kannst du endlich mal was Stärkeres tragen? Nein, immer noch nicht. Woran hast du denn die ganzen... Oh, na toll, nächste Runde. So, muss noch ein ganzes Level aufsteigen. Gut, das war's dann jetzt erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hier, gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Dragon Age Origins.